Das ist ganz normal, dass sie kaputt gehen. Okay, wir sollten aber bald mal wieder so ein bisschen Land erreichen, weil ich habe keine Lust, irgendwie unter Wasser irgendwo runterzutauchen. Und der Computer soll sich mal ein bisschen mehr auf die Welt konzentrieren, anstatt auf die Aufnahme. Weil die CPU ist gerade beschäftigt mit der Aufnahme. Der RAM ist gerade, jo, 84% genutzt. Ich würde mal sagen, da habe ich dem Spiel zu viel RAM zugewiesen. Der nutzt da echt alles. Aber 84%, da ist noch Luft nach oben. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Die ist auch zersprungen. Ist doch unglaublich. Warum die immer zerspringen? Wow. Ich würde mal sagen, wir stellen unser Boot hier ab. Oh, da ist ein Tempel. Da ist ein fucking Tempel. Ein scheiß Tempel ist da. Okay. Ja gut, wir werden dann mal gucken. Bitte? Okay. Hier irgendwo geht's runter. Sag nicht, wir haben so wenig verbraucht. Na dann wollen wir doch mal. Spitzhacke haben wir jetzt nicht gedacht, ne? Scheiße. Ach komm schon, das wird schon richtig sein hier. Na, ich kann das doch nicht jetzt mit der Hand alles zerschlagen. Och Mann, warum habe ich an das Wichtigste wieder nicht gedacht? In der Wüste jetzt irgendwie Holz aufzutreiben, macht keinen Sinn. Leute, tut mir leid. Wir müssen halt so runter, wir müssen uns da runter quälen. Aber voran kommen wir ja. Also, ja. Das wird natürlich richtig geil jetzt. Aber wir kommen auf jeden Fall nach unten. Tja. Okay. Wird nicht so schlimm sein. Mal gucken, wie ich den Kampf mit dem Enderdrachen mache. Na, das wird interessant. So, hoffentlich ist das hier richtig. Aber ich meine, wenn die Perlen nach unten gehen in den Boden, dann müsste ich ja irgendwann mal. Müsste ich ja ganz richtig sein. So. Also ich bin zuversichtlich, dass wir hier was erreichen. Die Frage ist nur, wann? Wann, wann, wann? La 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 la. Okay.
Dieses komische Stein. Kies, denke ich mal. In dem TP sieht das echt ein bisschen seltsam aus. Blöcke sammeln wir natürlich dadurch nicht. Und mal gucken, wie das End aufgebaut ist. Es müsste jetzt eigentlich mit der 1.9 müsste es ja eigentlich die Türme mitgeben. Mit der Elytra. Alter, das ist ja mega spaßig dann. Ja. Jetzt erstmal der Enderdrache. Nein, jetzt habe ich aufgehört. Wann sind wir denn da? Noch ein Stein weniger. Okay, wir haben auf jeden Fall eine gute Ausrüstung. Wir haben das Können. Jetzt fehlt nur noch, dass der Enderdrache uns ein bisschen entgegenkommt. Dann müssen wir uns auch bereitlegen, von wegen, das mache ich jetzt mal kurz, wie das hier mit den Schwertern aussieht. Die Pfeile können ja oben bleiben. Die Schwerter möchte ich hier alle nebeneinander in der Reihe haben. Das Essen möchte ich möglichst auch nah dran haben und damit war es das mit der Sortierung auch schon. Wir können ja so ein bisschen noch durch die Endfestung laufen. Mal gucken, was wir hier so finden. Wir müssen jetzt eigentlich zu einer Festung kommen, nach unten. Will ich mal davon stark ausgehen. So, Alter, ist doch. Nee, dran vorbei können wir, glaube ich, noch nicht sein. Ja, liegt halt weiter unten, ne? Alter, okay. Jetzt können sie langsam mal wieder auftauchen. Oh, wir sind da. Wir haben es geschafft. Oh, das ist aber nett. Da haben wir das Portal. Gehen wir gleich hin. Alter, da kann man sich sowas von verlaufen, das ist unglaublich. Alter Finne. Ich erforsche gerne Höhlen, die unerforscht sind. Hahaha. So. Zum Portal gehen wir gleich. Ich möchte gerne. Nice. Alter, eine fette Eisentür hier manchmal vor. Manchmal auch so geil, ne?
Eine Truhe. Einen goldenen Apfel haben wir bekommen, krass. So viel ist das hier aber auch gar nicht, ne? Tausende Enten, kein einziger Anfang. Nichts. Okay. Tja. Damit. Alter, ich will den Raum nicht betreten. Ich habe so ein bisschen Angst davor.